Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir im neuen Jahr. Ich möchte heute mit euch zusammen machen Käse-Schinken-Pfannkuchen. Und zwar ist das aus den Finessen 3 von 2012 und das war auch Rezept des Tages am 16.01.2014. Habe das schon ganz oft bei Facebook bei anderen gesehen, alle sind begeistert, super schnell gemacht, deshalb habe ich mir gedacht, probiere ich das heute mal aus. Als Zutaten braucht ihr 150 Gramm Käse, das was ihr mögt, Emmentaler, wir essen zum Beispiel immer gerne mittelalten Gouda oder jungen Gouda. Dann braucht ihr 100 Gramm Mehl, 250 Gramm Milch, 4 Eier, einen halben Teelöffel Salz, vielleicht auch ein bisschen mehr, 100 Gramm gekochter Schinken in 150 Gramm gekochter Schinken in Würfeln. Ich habe nämlich gerade 200 Gramm geschnitten und ein bisschen geschnubbelt. Dann braucht ihr entweder Frischkäse Natur und Schnittlauchröllchen oder ihr nehmt Kräuterfrischkäse direkt, dann braucht ihr den Schnittlauch nicht nochmal extra. Ablauf geht relativ schnell. Als erstes wieder ganz wichtig, den Ofen schon mal vorzuheizen. Da steht jetzt Umluft, 225 Grad. Das brummt immer so ein bisschen bei mir. Gut, fangen wir als erstes mal an. Ich habe hier wieder meine vierbeinigen Fußvertreter liegen, die mir wieder den Platz wegnehmen. Aber ich habe so einen neuen Teppich, könnt ihr bestimmt sehen, langer, also lang, 3 Meter lang und schön flauschig. Da liegen die total gerne drauf. Jetzt habe ich ganz verloren. So, wir müssen jetzt erst Käse klein machen. Ich habe laut Rezept also 150 Gramm, ich habe ein bisschen mehr. Ich mag immer gerne viel Käse drauf und den machen wir jetzt gemeinsam klein. Wie immer kann es sein, dass die Messer da ein bisschen blockieren, weil einfach der Käse relativ weich ist und die Messerspitzen sich da gerne doch mal reinsetzen. Ich versuche das mal hier an einer Seite ein bisschen zu stapeln, aufs Messer zu legen. Mal gucken. Hier laut Rezept 5 Sekunden auf 7. Ich mache immer 6 Sekunden 6 und das, da bleibe ich auch bei. Jetzt wollte ich den schon umfüllen, braucht man ja gar nicht. Das wird ja alles miteinander verrührt, deswegen ist das ja so ein geniales Rezept. Zeig euch das mal kurz. So sieht der Käse aus. Okay, jetzt kommen die anderen Zutaten direkt dazu. Das wären die 100 Gramm Mehl, die 250 Gramm Milch, die 4 Eier. Ein halber Teelöffel Salz, vielleicht ein bisschen großzügiger. Ich mag es gerne gut gewürzt. Also werde ich einen flachen nehmen. Oh, gut. Das wird erstmal verrührt und der gekochte Schinken kommt gleich erstmal dazu. Und zwar 10 Sekunden auf 4. So, jetzt kommt der gekochte Schinken. Den habe ich schon vorbereitet hier. In kleine Stückchen geschnitten. Hier steht jetzt einmal 1 Zentimeter oder was ich. Der kommt jetzt noch dazu. Und der wird jetzt auch untergerührt. Oh, hier ist noch ein Stück Knie. 7 Sekunden auf Stufe 2,5. Das wird gleich, ich räume das mal ein bisschen an die Seite, auf das Backblech gegossen und kommt dann, wenn der Backofen seine Temperatur erreicht hat, in den Ofen rein. Ich hätte es auch gerne auf dem Zauberstein oder so gemacht, aber das geht ja nicht, weil der keinen Rand hat. Ne? Das muss ja schön hier drin liegen. Gut, dann kippen wir das mal rein, mal einmal auf den Ofen gucken, der braucht natürlich noch ein bisschen. Besonders viel sehen, wenn ich es jetzt kippe, könnt ihr auch nicht. Deswegen, oh Gott, gebe das jetzt mal behutsam hier drauf. Jetzt versuche ich das natürlich ein bisschen gleichmäßig zu verteilen. So, es ist fertig. Ich mache jetzt mit dem Tablet noch mal eben ein Foto, damit man sehen kann, wie es vorher aussieht. Temperatur hat er jetzt erreicht, schiebe ich also gleich in den Ofen rein. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie lange soll es drin bleiben. 15 bis 20 Minuten. Gut, dann sehen wir uns also gleich wieder.
ab in den Ofen rein und bis gleich. Eine Viertelstunde ist jetzt rum und ich finde, das reicht absolut aus. Schön leicht gebräunt von oben, wenn ihr mal schauen mögt. Und ihr seht, es haben sich da so ein paar Krater gebildet, so ein paar Blasen. Davon steht auch was im Rezept. Und zwar riecht super lecker, Fragezeichen, dann ist es fertig. Keine Angst, die eventuellen großen Blasen verschwinden wieder. Ich werde es jetzt ein bisschen ankühlen lassen und werde mir jetzt meine Frischkäse-Paste oder Creme zubereiten. Ich habe ja hinten schon Frischkäse rausgeholt und werde so ein bisschen Schnittlauch jetzt darunter mischen und nachher bestreichen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. So, ich habe jetzt hier meinen Frischkäse mit dem Schnittlauch verrührt. Ich habe jetzt TK-Schnittlauch gehabt und habe einfach so viel reingetan, wie ich der Meinung bin, dass es richtig ist. Im Rezept steht es so, Frischkäse verteilen, dann den Schnittlauch. Ich habe da gleich da reingehauen und werde das jetzt hier auf den noch sehr warmen, steht im Rezept, kann man das schon anfassen, ja, auf den noch sehr warmen Pfannkuchen geben, schmieren, verstreichen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich es jetzt verstrichen. Jetzt soll man es natürlich aufrollen. Das ist ja wieder was für mich. Ich bin da nicht so begabt. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ich kann natürlich machen, wie man möchte. Einmal hat man etwas dickere Rollen und einmal etwas weniger. Ich mache jetzt von der Linksseite her. Es ist hier ein Stück abgegangen. Das werde ich jetzt in meinen Mund werfen. Fein, fein, fein. Jetzt ist ein bisschen fest gebacken, das muss ich mal eben vom Papier lösen. Da ist dann ein bisschen Käse rübergekommen und hat sich festgebacken. Tada! Aufgerollt habe ich es, ist noch ordentlich am Dampfen. Habe also das Backpapier so ein bisschen zur Hilfe genommen, um das aufzurollen, damit es auch so ein bisschen zusammenhält. So, jetzt steht als Tipp noch drin, bevor man es auseinanderschneidet, soll man Zahnstocher reinstecken, damit das nicht auseinanderfällt. Ich glaube, ich habe jetzt gar keine. Ich glaube, ich habe nur so, muss ich mal welche wieder zulegen. So, Partyspieße, glaube ich, oder? Ja. Ich habe nur sowas, das ist gar nicht dafür gedacht, aber ich nehme das jetzt trotzdem. Steckt die also bis unten rein und guck dann erstmal einmal, oh, wer ist das denn? Das könnte die Post sein. So, einfach nur mal, um so ein bisschen abschätzen zu können. Wie dick soll ich das denn machen? Ja, ich glaube, das ist okay. So, tada, das ist die unschöne Seite. Tada, so ist besser. Hinten sind noch ein paar Dinger rausgefallen. Ich werde das jetzt schön auf dem Teller anrichten. Bei mir ist nämlich heute Salat angesagt und dann gibt es die dazu. Ja, dann gibt es gleich die Geschmacksprobe. Bis gleich! So, ihr Lieben, mein Mittagstisch ist fertig. Ein bisschen Salat und die tollen Käse-Schinken. Was habe ich denn immer mit Schinken? Pfannkuchen. Guck mal, sieht das nicht toll aus? Das kann man warm essen und kalt essen, finde ich auch eine tolle Idee für ein Buffet. Und jetzt werde ich probieren. Riechen, toll. Mmh. 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 Ist das toll. Ha, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Flacher Teelöffel Salz optimal. Richtig lecker. Lecker, lecker, lecker. Hat gerade geklingelt. Jetzt kommt Leonchen nach Hause. Kann dann gleich probieren. Auch wenn er keinen Salat mag oder die anderen. Egal. Aber das
das hier schmeckt wirklich einmalig. Danke euch fürs Zuschauen. Bis bald, bis zum nächsten Filmchen. Bleibt mir weiterhin gesund und munter. Und kocht das nach, wenn ihr Lust habt. Tschüss!